Wenn dir Seife auf den Boden fällt, ist dann die Seife dreckig oder der Boden sauber? Duschgedanken. Wenn dein Hintern einen horizontalen statt einen vertikalen Schlitz hätte, würde er jedes Mal klatschen, wenn wir die Treppe runterrennen. Hat ein Strohhalm ein oder zwei Löcher? Fast jede Hand, die du geschüttelt hast, hatte schon mal einen Lörres gehalten. Glaubt meine Katze, dass der Pizzabote mein Besitzer ist, wenn er mir mein Essen bringt? Wenn Giraffen zur Arbeit gehen, tragen sie die Krawatte dann oben oder unten am Hals. Was, wenn mein Hund mir den Stock nur deshalb zurückbringt, weil er denkt, dass ich es mag, den Stock zu werfen? Wenn wir gähnen, glauben dann taube Menschen, dass wir schreien? Wenn genügend Menschen beschließen würden, auf einmal keine Steuern mehr zu zahlen, wäre das Finanzamt überfordert. Gürtel sind das unhygienischste Kleidungsstück. Jeder berührt ihn nach dem Toilettengang, aber niemand wäscht ihn jemals. Deine Eltern haben dein Poloch viel öfter gesehen als du selbst. Wenn du sauber aus der Dusche kommst, wieso machst du dann das Handtuch dreckig? Ich weiß genau, dass wenn du auf Teilen und Mehr drückst,